Hallo und herzlich willkommen zu Goyax Weekly Video. Ich bin Nils Reiche. Wir kommen direkt zum DAX Trendcheck. Der DAX steckt ein wenig fest und befindet sich aktuell in einer Seitwärtskonsolidierung, allerdings mit einer leichten Tendenz aufwärts. Die Zone von ca. 14.500 bis 14.700 Punkten könnte einen Widerstand bilden, den es zu überwinden gilt, um den Weg für eine Jahresendrallye freizumachen. Sollte es nicht noch zu einem fundamentalen Störfeuer kommen, spricht die Statistik für die Rallye. Zum Chart der Woche. Die Aktie von Dürr befindet sich aktuell auf einem guten Weg. Ein Einstieg könnte lohnenswert sein. Nach dem Zwischentief bei 20 Euro konnte das Papier sich anfangs erholen, ging dann in eine kurze Seitwärtsphase über und legte dann kräftig zu. Nach dem dynamischen Aufwärtstrend geht es Dürr aktuell etwas langsamer an. Die Aufwärtsdynamik nimmt langsam ab. Hierbei handelt es sich vermutlich lediglich um eine Konsolidierung. Das Zwischenhoch bei ca. 33 Euro könnte sich als Widerstand herausstellen, bei dem nächsten Versuch weiter zuzulegen. Dieses Hoch bildete zugleich den höchsten Stand seit Ende Februar. Die 50-Tage-Linie bestätigt die positive Tendenz. Sie tangiert bereits die 200-Tage-Linie. Bei einem endgültigen Durchbruch würde das goldene Kreuz gebildet, die nachhaltige Einleitung des Aufwärtstrends. Fast schon überflüssig zu erwähnen, dass der Aufwärtstrend auch durch den Momentum-Indikator relative Stärke nach Levi bestätigt wird. Der RSL-Wert liegt bei knapp 1,3. Bei einer potenziellen Investition ist nun also Vorsicht geboten. Sollte der Preis über das Zwischenhoch bei ca. 33 Euro klettern, wäre der Weg nach oben frei. Warum nicht gleich das höchste Hoch des Jahres bei knapp 47 Euro angreifen? Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung Industrie 4.0. Der Konzern agiert mit den drei Hauptmarken Dürr, Schenck und Homag am Markt. Die Aktie Dürr ist im MDAX gelistet. Zu den Terminen. Wenige Nachzügler legen in der nächsten Woche noch ihre Quartalszahlen vor. Am Dienstag lässt sich Around Town in die Bücher schauen. Am Mittwoch veröffentlicht die US-Notenbank Fed das sogenannte B-Spuk, der Konjunkturbericht der Notenbank. Weitere Informationen, Nachrichten und vieles mehr finden Sie in unserem Börsenbrief Goyax Weekly. Weitere Infos sind in der Videobeschreibung verlinkt. Für konkrete Handelsvorschläge haben wir den Börsenbrief Goyax Premium entwickelt. Die Infos hierzu sind ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.